Der 20. Grundsatz aus Ein Kurs in Wundern besagt: Wunder ordnen die Wahrnehmung neu und stellen alle Ebenen in eine wahre Perspektive. Dieser tiefgründige Gedanke ermutigt uns dazu, unsere eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Oft sind wir gefangen in einem Netz aus Missverständnissen und Verwirrungen, welche aus einer verzerrten Sicht der Realität stammen. Wunder, so wie sie im Kurs beschrieben werden, helfen uns, diese falschen Vorstellungen zu klären und die Wahrheit hinter den Illusionen zu erkennen. Indem wir unsere Sichtweise durch Wunder verändern, erfahren wir Heilung auf einer tiefen spirituellen Ebene. Krankheit und Leiden sind häufig das Ergebnis einer Verwirrung der Ebenen, insbesondere der Trennung zwischen Körper und Geist. Wenn wir diese Verwirrung durch die Intervention von Wundern auflösen, gelangen wir zu einem klareren Verständnis unserer selbst und der Welt um uns herum. Diese Klarheit bringt uns inneren Frieden, der weit über körperliches Wohlbefinden hinausgeht und uns auf der geistigen Ebene heilt. Ein häufiger Fall von Verwirrung der Ebenen ist die Identifikation mit dem Körper. Wir neigen dazu, unsere Identität und unser Wohlbefinden stark an den physischen Zustand unseres Körpers zu koppeln. Doch ein Kurs in Wundern erinnert uns daran, dass unser wahres Selbst über den Körper hinausgeht. Wunder führen uns zurück zu dieser Erkenntnis, indem sie uns helfen, die Prioritäten zu erkennen und die Körpererfahrung in einem größeren, spirituellen Rahmen zu sehen. Diese spirituelle Perspektive ermöglicht es uns, Leiden anders zu erfahren. Nicht mehr als absolute Realität, sondern als ein Phänomen, das durch die Klarheit des Geistes umgestaltet werden kann. Ein klares Beispiel ist die funktionale Heilung, wo der Frieden des Geistes den Zustand des Körpers positiv beeinflusst. Durch Wunder können wir lernen, Schmerzen und Beschwerden anders zu begegnen, indem wir deren tiefere Ursache erkennen und überwinden. Doch wie können wir tatsächlich die Prinzipien der Wunder in unser tägliches Leben integrieren? Der Kurs bietet zahlreiche Übungen und Lektionen, die uns Schritt für Schritt durch den Prozess der geistigen Heilung führen. Meditation, Gebet und Selbstreflexion sind einige der Werkzeuge, die wir nutzen können, um eine tiefere Verbindung mit unserer spirituellen Natur herzustellen. Diese Praktiken helfen uns nicht nur persönliche Missverständnisse aufzuklären, sondern auch unsere Beziehungen zu anderen zu heilen und zu stärken. Wenn du daran interessiert bist, tiefer in die Grundsätze von Ein Kurs in Wundern einzutauchen, gibt es viele Ressourcen, die dir helfen können. Bücher, Online-Kurse und Seminare bieten wertvolle Einblicke und praktische Anleitungen. Indem du dich kontinuierlich mit diesen Lehren auseinandersetzt, wirst du feststellen, dass sich deine Wahrnehmung Schritt für Schritt wandelt und du einen stabileren Frieden und eine tiefere Klarheit in deinem Leben findest. Die Kraft der Wunder öffnet uns die Tür zu einer neuen Wirklichkeit, in der wir nicht länger Opfer unserer eigenen Missverständnisse sind, sondern aktive Gestalter unserer spirituellen Heilung.